Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zum Gruppenspiel Argentinien-Island. Die Mannschaften hatten es eilig, also starten wir direkt. Sechste Spielminute, gar nicht siebte. Schwacher Abstoß vom isländischen Torhüter. Und da ist es, Gonzalo Higuaín. 1-0 für Argentinien, das ging schnell. Erste Chance, erstes Tor. Auslöser dieser schwache Abstoß vom isländischen Torhüter. Und dann wunderschön reingeschlänzt. 1-0 Argentinien. Das war, glaube ich, zu erwarten, dass es schwer wird für die Isländer. Argentinien im Vorwärtsgang. 11. Spielminute. Das Ding war knapp. An die Latte. Wieder war es Higuaín. Ich denke, da wäre der Torwart chancenlos gewesen. Hier sehen wir nochmal das Tor. Jetzt aber. Island im Vorwärtsgang. 18. Spielminute. Schön durchgesteckt. Da kommt die Flanke. Ja. Zu einfach zu klären. 22. Spielminute. Da ist er durch. Ah, dann scheitert er am argentinischen Torwart. Schöne Chance. Erste richtige Chance für die Isländer. Aber stark gehalten. Sie wollten nicht klein beigeben. Anschließende Ecke. Groß sind die Jungs aus Island, ja. Fehler im Spiel nach vorne und Argentinien kommt wieder. Messi über außen, natürlich pfeilschnell, da kommt keiner hinterher. Und zum zweiten Mal den Pfosten. Glück für Island. Aber Szene ist noch nicht vorbei. Und da steht 2-0. Wieder einmal Gonzalo Higuaín. Steht da blank vorm Tor, muss nur noch einschieben. Wunderschön rausgespielt. Ja, da sieht man einfach den Unterschied, die individuelle Klasse der Argentinier. Wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Passiert da auch nichts mehr. Rein in die Statistiken. Island war nicht chancenlos hier in dem Spiel. Na, zwei Chancen. Ihr habt beide gesehen. Aber zu viele individuelle Fehler im Aufbauspiel. Ihr habt es auch gesehen in der Passquote. So kann man gegen Argentinien nicht bestehen. Versuchten es jetzt etwas ruhiger, aber da schon wieder. Ein Fehler und der Angriff der Argentinier rollt. Und da ist es wieder passiert. 3-0 Paulo Dybala. In der Halbzeit eingewechselt worden. Kann man natürlich mal so machen, wenn man so einen auf der Bank hat. Drei zu null für Argentinien. So langsam wurde es dann deutlich. Aber dem allgemeinen Spielverlauf eigentlich auch angemessen. Und Argentinien wollte mehr.
Oh, was war das? Freistoß von Messi in der 57. Einmal in die Mauer. Von Messi war noch nicht so viel zu sehen in dem Spiel. Stark gehalten. Oh, und das war dumm. Das war einfach schlecht verteidigt. Von hinten in die Beine. Ich denke, da bleibt dem Schiedsrichter gar keine andere Wahl. Elfmeter für Argentinien. Wer darf? Ich habe eine Vermutung. Natürlich. Wer auch sonst? Der Kapitän Lionel Messi. Verwandelt. Eiskalt zum 4:0. In der 60. Spielminute. Damit dürfte das Thema hier eigentlich durch sein. Jetzt nicht unbedingt so super geschossen. Aber der Torhüter war einfach in der falschen Ecke. Und weiter rollte der Zug namens Argentinien, 66. Island konnte sich beim eigenen Torhüter bedanken, dass sie nicht noch höher zurücklagen. Und dann merkte man auch, die Argentinier bekamen Spaß beim Spiel, versuchten viel, zeigten ihre individuelle Klasse. Wir nähern uns der Schlussphase. Nachspielzeit. Und das war's. Ein absolut verdienter Sieg für Argentinien in dem Fall. Island kam insgesamt, lasst mich nicht lügen, 2-3 Mal vors Tor. Aber alles nicht wirklich gefährlich für den argentinischen Kasten. Der Sieg geht absolut in Ordnung, auch in der Höhe. 4:0 absolut angemessen. Ich würde sagen, ich lasse euch wieder mit den Highlights alleine. Wir hören uns im nächsten Gruppenspiel wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder draufklickt. Bis zum nächsten Mal. Adieu und tschüss. Euer DC Talk.